Hello and welcome back to the FEM channel. Our next speaker is Kai Kunze. Hallo und willkommen zum FEM channel. Keio University, Japan. His talk will be about, der Speaker ist Kai Kunze. What I've understood is that it's about er unterrichtet an einer Universität in Japan und er wird über Frisson-Wellen reden. Soweit ich es verstanden habe, geht es um Schauer, die über Zuschauer gehen. Und er meint, dass er es schafft, sie künstlich zu erzeugen. Und ich bin sehr gespannt auf den Vortrag. At the channel RC3-FEM. Wenn ihr Fragen stellen wollt, da gibt es den Hack in ISC, da gibt es den Rocket Chat mit dem Channel FEM und Twitter oder Fediverse natürlich mit RC3-FEM ohne Strich. Falls ihr deutschsprachig seid, sie schon hört, dann habt ihr die Übersetzung schon gefunden, die gerade angesetzt wird. Hello and welcome to und jetzt freuen wir uns auf diesen bestimmt faszinierenden Talk. Hallo und willkommen zum Talk über Frisson-Wellen, ästhetische Schauer in klassischer Musik, in klassischen Musikvorführungen emporheben oder verstärken. Es geht um Forschung, die in Zusammenarbeit mit vielen Künstlern, Designern, Forschern entstanden ist. And in the next 20 minutes, und ich möchte euch eigentlich nur ein bisschen davon erzählen, um euch da einzuführen. Mein Name ist Kai. In der nächsten Zeit werde ich darüber sprechen, was Frisson ist oder Frisson. Ein wenig Motivation, Hintergrundinformation, warum es uns eigentlich interessiert, dieses Gefühl. Und dann möchte ich darüber sprechen, wie wir dieses Gefühl erkennen, erzeugen und auch teilen. Und zum Schluss möchte ich darüber sprechen, was ich für Schlussfolgerungen ziehe und wie es weitergeht. Also erstmal, was ist Frisson? Den Begriff kennt man wahrscheinlich nicht. Bevor ich mit dieser Forschung angefangen habe, kannte ich den Begriff vor 2,5, 3 Jahren auch noch nicht. Ich kannte aber das Gefühl, also wenn man sehr genau zuhört bei einem Musikstück, dann kriegt man manchmal Gänsehaut oder einen Schauer, der den Rücken runterläuft. Das ist meistens von der Musik heraus hervorgerufen. Der Begriff ist aus dem Französischen. Bitte entschuldigt die Aussprache. Der Sprecher ist deutsch und es ist ein psychophysiologisches Phänomen, dass diese Gänsehaut, also diese körperliche Reaktion erzeugt. Das kommt von Musik, aber auch von anderen Stimulationen kommen. Und ihr fragt euch jetzt vielleicht, warum Gänsehaut? Wie kann Gänsehaut mit irgendetwas Positivem zusammenhängen? Und es gibt keine ganz klare Antwort, aber es gibt sehr viele Theorien. Eine, die ich besonders mag, ist, dass Frisson oft durch Musik hervorgerufen wird oder ein Stimulus, der wiederholt wird, der ein bestimmtes Muster hat und ab einem gewissen Punkt bricht das Muster und das überrascht einen. Und das ruft dann diese Reaktion, Kämpfen oder Flucht hervor. Und die Aufmerksamkeit geht nach oben, sie wird stärker. Und dann merkt man, aber es gibt gar keine Gefahr und man entspannt sich. Und dann spürt man diese ästhetischen Schauer. Also dieser Vortrag, den ich heute geben möchte, da geht es darum, dieses Gefühl Frisson zu erkunden mit Technologie. Also wie können wir es erkennen, hervorrufen oder teilen mit tragbaren Sensoren oder Effektoren, Aktuatoren. Und das ist jetzt noch ein sehr forschender Ansatz. Es ist Work in Progress. Aber warum ist es eigentlich wichtig? Warum wollen wir das machen?
because it's fun and I think und eine Frage natürlich, eine Antwort natürlich ist, weil wir es können und weil es Spaß macht. Und ich denke, das ist ein Aspekt der Forschung. Aber ein anderer Grund ist unser Labor in Yokohama, das mit Mensch-Maschine-Interaktion arbeitet. Und vor kurzem haben wir auch nichtlineare Dynamiken und Cybernetics, also kybernetische Systeme, erforscht. Und wir sind sehr inspiriert bei durch Stellags Arbeit, wie wir den menschlichen Körper erweitern können. Und wenn wir jetzt, wenn man an Forschung arbeitet wie dieser, das Wissen nicht einfach nur funktional ist, dass es immer eine Genusskomponente gibt. Und das wird diese Community sicher sehr gut verstehen. Dieses Gefühl des sich Wunderns, des Wunderbaren und dass man sich selbst verbessern möchte, Wahrnehmung und auch Verständnis, aber eben auch das Gefühl. Und letztes Jahr habe ich tatsächlich einen Talk gegeben zu Boiling Mind, also kochendem Geist. Und das ist in gewisser Weise auch einfach eine Weiterführung von diesem Vortrag. Und wir suchen auch nach neuen kreativen Wegen, um physiologische Daten und tragbare Computer zu benutzen, die also auf Wege zu benutzen, die nicht mit Überwachung zu tun haben. Und wir fragen uns auch, was bedeutet es, am Leben zu sein? Ja. Oder in Echtzeit zu sein, also live. Es ist einfach, Audio und Video zu senden. Es gibt Experten dafür, die sehr viel wissen. Und es ist auch sehr viel Arbeit, die da reingesteckt wird, hier Remote Experiences wie diesen Kongress zu erzeugen. Aber wir wissen immer noch nicht, wie man eine Atmosphäre oder ein Gefühl verschickt. Und ich denke, der Kongress ist ein großartiges Beispiel. Es ist von Berlin nach Hamburg nach Leipzig gezogen. Aber jedes Mal, wenn ich dahin gegangen bin, habe ich mich wie zu Hause gefühlt. Ich dachte, ja, das sind die Leute, die ich mag. Das ist die Kultur, die Gemeinschaft, zu der ich gehöre. Obwohl es verschiedene Orte waren. Und man fragt sich jetzt, wie kann man sowas senden, versenden? Und wir waren inspiriert von Neuralife, ein Projekt von Jamie Ward und außerdem Cybernetic Being, ein Projekt aus Japan, das von Kuta Minamisawa durchgeführt wird, hauptsächlich. Und beide arbeiten tatsächlich auch bei der Arbeit, also arbeiten bei dem Projekt mit, das ich heute vorstelle. Und das ist jetzt, warum wir uns für Frisson interessieren. Aber wie können wir das erstmal feststellen? Looking into related work, of am Anfang jeder technischen Entwicklung ist ja eigentlich die Messung. Wenn wir verwandte Arbeiten ansehen, merken wir, dass solche ästhetischen Schauer unsere Physiologie beeinflusst. Das Erste, was man bemerkt, ist erstmal die Reaktion auf der Haut, die Gänsehaut. Die Haare stellen sich auf. Wir könnten das feststellen. Aber das könnte ein bisschen schwierig sein. Und manche haben vielleicht weniger Haare auf dem Arm. Oder ähnliche Probleme. Dann haben wir andere physiologische Reaktionen. Die Atmung beschleunigt sich oder verlangsamt sich. Man schwitzt mehr oder weniger. Also es gibt Stressindikatoren, dass die Herzrate hochgeht, der Blutdruck hochgeht und die Herzratenvariabilität geht natürlich runter. Aber wenn ihr auch den Talk von letztem Jahr gesehen habt, wir haben schon ein System gebaut, um elektroderme Aktivität, also das Schwitzen an der Hand, zu messen, zusammen mit der Herzrate. Also dachten wir, können wir das benutzen? Und zum Glück
Now, and you see also a live demo on my also wir haben right in der Zwischenzeit das Armband neu designt und jetzt sieht es ein bisschen netter aus. Hier im Hintergrund seht ihr es. Und hier in meinem Hintergrund seht ihr tatsächlich die Messwerte. Und ihr könnt sehen, dass ich es live manipulieren kann. Das ist natürlich Störsignale. Und die Visualisierung war durch einen Künstler. Vielen Dank dafür. Und wir haben diese Armbänder benutzt, um ein Kontrollexperiment durchzuführen, um eben diese ästhetischen Schauer sicher feststellen zu können. Also die Benutzer konnten selbst berichten oder markieren, dass sie so ein Frisson-Ereignis hatten. Und wir hoffen, dass es gut genug ist, um das aufzuzeichnen. Und wir haben dann diese Studie in einem kontrollierten Umfeld durchgeführt. Aber danach haben wir uns auch gefragt, wie sieht das jetzt aus im Feld, wenn wir ein Experiment draußen machen? Also haben wir ein Konzert veranstaltet mit 18 Menschen im Publikum. Aber das Setup war eigentlich das gleiche. Jeder hatte ein Armband und einen Träger. Und außerdem ein Messgerät am Fuß für den Pianisten. Oder die Pianistin. Und wir hatten dann gehofft, dass die Reports, also die Markierungen durch die User, zuverlässig sind. Und hier sieht man ein kurzes Video, wie die Aufnahme stattfindet. How about the analysis? I have to say I'm sorry. This is still ongoing. So, jetzt wie sieht es mit der Analyse aus? Ich muss sagen, Entschuldigung, aber sie ist noch nicht fertig. If you're interested, wir haben noch nicht sehr viele Ergebnisse und natürlich gab es bei der Live-Aufnahme viele Probleme. Wenn ihr was Ähnliches machen wollt, könnt ihr gerne Kontakt zu uns aufnehmen. Wir machen das jetzt schon für 15 bis 20 Jahre und es geht immer irgendwas schief. Aber jetzt weiß ich auch sehr viel mehr über klassische Musik und Konzerte. Aber wir haben einige interessante Daten und nützliche Daten erhalten. Aber wir wollen auch tatsächlich ein im Machine Learning Modell trainieren. Und das hat wahrscheinlich funktioniert, aber wir sind noch nicht ganz sicher, ob es funktioniert. Und wir wollen sehr, sehr vorsichtig sein mit den Ergebnissen. Und wir haben das mit. Wir haben Ergebnisse mit großer Genauigkeit, aber wir sind sehr, sehr vorsichtig mit den Ergebnissen. Und wenn ihr schon vorab Ergebnisse wollt, könnt ihr mich auch kontaktieren. So, also, so viel zu feststellen. Wie sieht es aus mit Induzieren? Also, Frisson erzeugen. Da gibt es auch sehr interessante Arbeiten. Ich möchte zwei davon zeigen. Eins von Shoko Fukushima. Und sie haben den elektrostatischen Effekt benutzt am Arm, um Palioerektion, also das Aufstellen der Haare, zu steuern. Und damit können sie ein Gefühl von Überraschung erzeugen. Andere Arbeit von Ha et al., die Peltier-Elemente auf dem Rücken benutzen.
Und damit können Sie eben auch solche Frissons oder ästhetische Schauer vorrufen. Das Problem ist, dass diese ganzen Setups oder diese Aufbauten schwierig in einem Konzertsaal zu bringen sind. Manche Menschen haben vielleicht auch gar keine Haare an ihrem Arm, also es gibt Limitationen. Also haben wir als ersten Schritt einen Prototypen für den Nacken entwickelt. Der Nacken ist natürlich auch Teil der Frisson-Reaktion, also man kann solche Schauer im Nacken, am Hals, aber auch im Nacken haben. Und daher dachten wir uns, dass der Nacken vielleicht ein guter Start ist. Wir haben Peltier-Elemente benutzt, aber auch vibrotaktile Module, also Vibrationsmotoren. Und wir haben zwei Peltier-Elemente hinten am Nacken. So for an initial test, und die würden leichtes, kaltes Feedback geben. Oder kalte Rückmeldung. In einem ersten Test sah es aus, als würde es funktionieren. Wir hatten ein N von 10, also 10 Teilnehmende. Zwei Musikstücke, Chopin und Gustav Holst. Wir haben die Kombination natürlich alle durchgeführt. Verschiedene Musik. Mit Band, ohne Halsband, mit Aktivierung, ohne Aktivierung. Und es scheint so, dass leichtes, kaltes Signal wirklich mit erhöhtem Auftreten von Frisson zu korrelieren scheint. Aber wir müssen natürlich weiter forschen. Und wir wollen auch das Design ein bisschen ändern. Anzahl und Platzierung der PT-Elemente zum Beispiel. Jetzt der letzte Teil, Übertragung. Wir haben über Feststellung und Erzeugung gesprochen. Jetzt können wir das senden oder teilen. Hier ist die Idee, dass man ein Musikstück sich anhört, ein klassisches Musikstück, und eine Person hat jetzt dieses Frisson, das Armband stellt das fest, und dann breitet es sich wellenförmig an die Nebensitzenden aus, über das Halsband, und dann spüren die hoffentlich auch Frisson. In etwa zur gleichen Zeit. So in this case, then you know, we would have all of the audience members need to wear. Hoffentlich kurz nach der rot umkreisten Person. And also then the activation. Dazu müssen jetzt alle im Publikum diese Sensoren und Signalgeber tragen, und dann können wir es ausprobieren. Dafür haben wir jetzt auch wieder ein Konzert veranstaltet. Diesmal mit 50 Teilnehmenden. Das Programm ging etwa 1,5 Stunden. Und das Setup war, wie man es jetzt hier sehen kann. Also ganz oben die Musiker. Und dann auf der linken Seite hatten wir so etwas wie eine Kontrollgruppe, 25 Nutzer, die nur das Armband hatten, und auf der rechten Seite das Armband und das Halsband. Also über 50 Armbänder, die wir hier laden mussten, und 25 Halsbänder, und das ist jetzt ein Bild vom Konzert. Aus der Halsbandsektion, und hier ist kurz überlagert, wie es funktionieren sollte. Also bei einer Person wurde das Frisson bemerkt, und dann breitet es sich wellenförmig aus. Und die nächste Person spürt dann Frisson, und das breitet sich dann auch weiter aus. Und so geht das dann immer weiter. Also wir haben eine Welle, die sich einfach durch das Publikum bewegt. Das hier ist ein anderer Aufbau. Jan He hier am Piano hat auch sehr viel beigetragen. Und hier ist nochmal ein kurzes Video, das die Arbeit zusammenfasst. Und zum Schluss sieht man noch den Aufnahmeserver. Oder die Server, die ganze Arbeit machen.
question you might have now, did it work? So die Frage, die ihr vielleicht habt, hat das funktioniert? Work in progress, so wir sind nicht sicher. Auch hier, das ist immer noch Arbeit, die weiterhin stattfindet. Und wir können es nicht wirklich sagen, ja, wir hatten eine Kontrollgruppe und wir hatten mehr Frisson-Events in der teilenden Gruppe, aber es ist wirklich schwierig. Und es ist vielleicht auch ein bisschen unbequem, daher müssen wir es neu designen. Viele Nutzer, 5 bis 7, mochten wirklich das Halsband nicht. Nicht die Aktivierung, die leichte Kälte war okay, aber es war einfach ein bisschen zu eng und ein bisschen zu unbequem. Daher arbeiten wir daran in einem neuen Design. In April haben wir noch ein Konzert und wir nehmen all die Daten auf und machen sie natürlich auch verfügbar. Und dann werden wir sehen, was wir finden, herausfinden können. Das bringt mich jetzt auch schon zum Ende der Präsentation. Ich wollte noch ein paar Menschen danken, vor allem Jan He, die uns auch überhaupt auf das Thema aufmerksam gemacht hat und natürlich dem Team. Das war jetzt das zweite Konzert, das größere Team. Vielen Dank an alle, die teilgenommen haben. Und hier sind auch noch all die Namen, die die gesamte Arbeit gemacht haben. Ich mache jetzt hier nur die Präsentation. GY Planning, the studio. Ja, also danke an alle. Pianists and interactive. Das Studio. So thanks a lot. Die Pianisten. Yeah, that brings me to die interaktiven Performer. Also vielen Dank an alle. Und das bringt mich jetzt ans Ende der Präsentation. Wie gesagt, haben wir wahrscheinlich im April ein drittes Konzert in Yokohama, in Tokio oder in der Umgebung. Und wenn ihr Interesse habt an diesem oder an ähnlichen Phänomen, könnt ihr mir einfach eine E-Mail schreiben. Wäre gut, wenn ihr Frisson erwähnt und auch, also wenn der Betreff schon sagt, worum es geht, damit ich es auch finden kann, am besten hier den Kongress auch erwähnen. Und im März haben wir auch ein Event, Augmented Humans. Da geht es um ähnliche Arbeiten. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und ich hoffe, dass ich euch in den letzten 20 Minuten was Interessantes sehen konnte. Ciao. Hallo und willkommen zurück. Danke Kai für den sehr interessanten Talk. Und Kai sollte jetzt auch noch da sein, um ein paar Fragen zu beantworten. Kai. Und wir haben ein paar Fragen. Die erste, die klingt jetzt mehr wie ein Kommentar, aber ich lese trotzdem mal vor. And wanted to know if you were aware of this already. Da ist ein Kurs an der Technischen Universität Immenau. Kennst du den? Ja, nee, kenne ich nicht. Klingt aber sehr, sehr interessant. Also Kybernetik interessiert mich mehr und mehr. Und ich denke, man sollte mehr und mehr der Ideen nochmal sich ansehen. Und wenn sich jemand schon damit befasst, und besonders im Human-Computer-Interface-Feld sollte man sich mehr damit befassen. Okay, nächste Frage. Welchen Typ neuronaler Netze habt ihr benutzt? Und habt ihr einen bestimmten Typ in Betracht gezogen? Das ist eine sehr gute Frage und ein guter Hinweis, was wir als nächstes machen sollen. Ich habe schon darüber nachgedacht. Ich habe die Frage vorhin schon gesehen und ich überlege, was wir benutzt haben. Ich glaube, wir hatten Support-Vector-Maschinen und jetzt benutzen wir irgendein neuronales Netz, aber ich bin nicht ganz sicher, welche Konfiguration. Aber ich komme nochmal drauf zurück. Was für mich sehr interessant war, ist, dass die Daten schon ganz gut aussehen. Die Sensordaten sehen schon ganz gut aus. Und wir gehen jetzt davon aus, dass wir
in den meisten Fällen mit irgendeinem Klassifizierungsparameter das ganz gut hinkriegen werden. Aber ich möchte mich auch mehr mit nichtlinearen Dynamiken auseinandersetzen, um Frisort abzuschätzen oder solche verwandten Gefühle. Aber die Frage würde sich eher an meine Co-Autoren richten oder Co-Autorin. Sie hat die Analyse gemacht. Der erste Classifier war ein Support-Vektor-Maschine, sehr, sehr grundlegend. Nothing special, nothing fancy so far. Aber ich glaube, es war eine sehr, sehr einfache PyTorch-Implementierung, nichts Besonderes bisher. Have you considered or tested? Ja, ich denke, sie wird sich dann auch an die Fragen richten. Nächste Frage. Habt ihr probiert... habt ihr versucht, ein adversariales Setup zu benutzen, also langweilige Situationen und da Frisson auszulösen? Ja, das ist eigentlich auch eine sehr interessante Frage. Also es gab einige Leute im Publikum, die auch erwähnt haben, dass das Halsband etwas unbequem war. Ich bin also nicht sicher, ob wir Frisson damit wirklich hervorgerufen haben. Ich denke, was man machen würde, ist, dass man die Situation etwas unbequem macht. Ich bin nicht sicher, was dann passiert, wenn der Stimulus... Also man könnte vielleicht einfach eine Angstreaktion bekommen. In einer langweiligen Reaktion, ich bin nicht sicher, was dann passiert. Ja, ist definitiv eine interessante Idee. Das einmal in einem langweiligen Kontext zu benutzen. Kann man jemanden dazu bringen, die Reaktion zu ändern oder das Gefühl zu ändern? Kann man sie mehr aufregen? Wir haben ein bisschen mit Temperaturrückmeldungen oder Signalen gearbeitet. Also wenn man zum Beispiel etwas Heißes sieht und ein kaltes Signal gibt, dann ist es immer ein bisschen verwirrend für die Person. Aber ich habe da noch nicht an so eine Frisson-Situation gedacht. Das ist definitiv eine coole Idee. Also wenn damit jemand spielen will, wir sind gerne bereit zu helfen oder auch weitere Ideen zu geben. Ja, vielen Dank für die Antworten. Leider scheinen da keine weiteren Fragen zu sein. Das ist also alles für jetzt. Danke für den sehr interessanten Vortrag. Ein Thema, über das ich nicht viel nachgedacht habe, aber danke, es war sehr interessant. Danke auch, dass ich hier vortragen durfte und es macht immer Spaß, ich mag das Feedback und die Live-Demo hinter mir. Also ihr konntet tatsächlich sehen, wie ich mehr und mehr aufgeregt war mit den Fragen. Ja, das ist schon ziemlich cool. Ja, danke. Und danke auch von der Übersetzungskabine. Übersetzt wurde von B. Das nächste, was hier passiert, wird um 11 Uhr sein, also nicht auf diesem Kanal. Um 11. On Remote Rhein-Ruhr. Und um Mitternacht kommt die nächste News-Show. Bis dann. Ciao.